Und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier durch die Burg bzw. den abgesperrten Bereich gekämpft. Und jetzt müssen wir den Kräuterkundler finden, in der Hoffnung, dass jetzt hier nicht wieder Wachen auftauchen. So, mal schauen, da war eine Hütte und da war eine Hütte. Das sind mehrere Hütten. So still hier. Verdächtig. Hier waren vor kurzem noch Leute. Kein Blut. Keine Kampfspuren. Wo sind sie? Das sollten wir unbedingt ausnutzen. Die mal alles klauen, oder was? Vor kurzem noch benutzt. Hey, eine Werkbank. Damit kannst du deine Ausrüstung verbessern. Guck sie dir gleich mal an. Wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Stimmt. Wenn du mir sagst, wo die ist. Ach so, direkt neben mir. Nee, da war ein Messer. Hier. Ha! So, Schleuder könnten wir verbessern, so wie es aussieht. Ich weiß nicht. Achso, dafür brauchen wir eins. Wir haben 22 von was auch immer. Ich weiß nicht, was es ist, aber ist ja nicht so schlimm. Also die Schleuder würde ich schon gerne ausrüsten. Durch eine weichere Schnur macht Amika bei der Verwendung weniger Lärm. Das wäre natürlich cool. Alchemie. Amika verbessert ihre alchemistische Munition, wodurch Odoris bei Kontakt mit Feuer explodiert und Gegner ohne Rüstung tötet. Naja, gut, ohne Rüstung ist natürlich... Haben wir aber auch nicht genug von. Können wir sowieso nicht machen. Ringgürtel. Ein weiterer Ring an ihren Gürtel ermöglicht es, Amika einen zusätzlichen Topf zu tragen. Oh, das fände ich jetzt sehr geil. Theoretisch könnten wir beides machen. Werkzeuge. Ein Verwertungswerkzeug eignet sich bei Platzmangel zum Zerlegen von Töpfen, Messern, Pyrit und Bolzen. Könnten wir später mal machen. Ich würde jetzt erstmal sagen, die Schleuder wäre jetzt sehr wichtig. Dass wir die verbessern. Und dann haben wir noch genug, dass wir den Ringgürtel machen können, um endlich mal einen Topf mehr zu tragen, weil da habe ich irgendwie immer Probleme mit. Oh, ich sehe uns gerade was anderes. Nee, Moment, Codex, Fertigkeiten, die muss ich aber nicht verbessern. Raffinesse. Achso, wegen Alchemiewissen. Herstellung heißt nur so viel wie, ja, zum Herstellen gedrückt halten, dass wir das jetzt hier auch nochmal herstellen können. Das ist natürlich eigentlich schon auf Piep egal. Gut, da können wir jetzt nichts mehr machen. Da müssen wir jetzt zwei was auch immer finden. Und 65 von den anderen. Durch eine zweite Halterung an der Schleuder kann Amika ein zweites Mal schießen, bevor sie nachladen muss. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Amika kann dank einer neuen Innentasche zusätzliche alchemistische Zutaten tragen. Das wäre auch nicht schlecht. Also das müsste man mal im Hinterkopf behalten. Schon besser. Praktisch. So, benutze die Werkbank. Haben wir gemacht. Was müssen wir jetzt machen? Erreiche den Wald des Kräuterkundlers. Den Wald? Ich dachte, der lebt hier irgendwo in der Hütte. Da ist nur eine Kerze. Ich laufe jetzt hier wahrscheinlich komplett in die falsche Richtung. Hier komme ich aber auch nicht hoch. Das ist alles nur Fake irgendwie. Stellt er sich hier hin? Oh, hier kommen wir... Nee. Nein, nein, ist alles nur Fake hier, okay. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich dann in die Richtung weitergehen. Jetzt habe ich gerade gedacht, da ist was. Wenn die Büsche sich mal weniger bewegen, können wir überhaupt durch? Nee. Oh, Leute, das habt ihr echt intelligent gemacht hier. Aber hier ist doch der Hauptweg. Und der Hauptweg ist gesperrt. Kann ich hier irgendwas machen? Anscheinend nicht. Er sagt mir zumindest nichts. Kann ich hier oben irgendwie einen anderen Weg nehmen? Komm, das sieht so schön aus, als ob man hier hoch kann. Aber hier kann ich rum. Aber auch nur bedingt. Ach, haben die das eh nicht gemacht. Die Karren bringen uns wahrscheinlich auch nichts, nur dass wir da irgendwie da reinhauen können oder so. Ja, wie soll ich jetzt hier weiterkommen? Habt ihr euch das mal überlegt?
Wenn ich wenigstens eine Map hätte und wüsste, in welche Richtung ich ungefähr muss, ne? Das wäre schon mal nicht schlecht. Kommt man hier vielleicht noch rein? Auch nicht. Hier ist vermutlich auch alles zu. Natürlich. Dein Ernst jetzt? Geh mir aus dem Weg. Hallo. Geh mir... Oh, ey. Der blockiert mich überall. Das ist doch nicht normal. Auch vorhin... Wieso schleiche ich jetzt? Auch vorhin, als ich da weg musste schnell. Bist du soweit? Ach so. Ja, gehen wir. Sag das doch, dass direkt neben Bär noch eine Leiter war. Hier ist eine Leiche. Die Ratten? Nein. Kopfschuss ist es nicht. Ich denke mal irgendwie ein Dolch ins Genick oder so. Erstochen. Ja. Vermutlich Soldaten. Nicht direkt ins Genick, aber... Moment, da müssen wir rum. Haben wir hier hinten noch was? Da ist alles dunkel, da kann man nichts sehen. Doch, da ist aber nichts mehr. Okay. Da. Auch nichts mehr. So eine Notunterkunft. Echt jetzt? Die sind ja überall. Hier auch. Sag ich doch. Mauern bringen gar nichts. Sie riechen die Kadaver. Ja. Sie folgen einfach dem Blut. Aber wir wissen nicht, wo die Blutspur aufhört. Nein, nicht weit laufen. Du sollst nur dahin. Ernsthaft, ich muss jetzt von der Seite, wo die Ratten mich jetzt wahrscheinlich... Wollte mich veräppeln. Weißt du, so zwei Ratten kriegen sie dann schon kaputt. Aber ich muss mich direkt davor stellen, wo sie mich dann direkt angreifen können. So, was haben wir denn hier? Das können wir auch noch voll machen. Aber wir haben nur einen Krug. Achso, da oben ist doch was. Moment. Wenn der Typ sich nicht immer in den Weg stellen würde. So, hereinspaziert, hereinspaziert. So kommen wir weiter. Wir müssen wahrscheinlich erstmal da durch. Nein. Halt! Pass auf. Ja, haben wir euch weiß. Vergessen? Na wartet. Das kam überraschend. Genau, wo kam der jetzt her? Der Dreckskerl. Ich fürchte, die sind wir noch nicht los. Das muss aufhören. Falls hier noch einer irgendwo rumläuft. So. Hast du noch irgendwas für mich dabei, Alterchen? Serpete. Sehr schön. Einen Stock können wir auch mitnehmen. Die Frage ist nur, brauchen wir den? Wir können den hier anzünden und bis da hinten durchlaufen. Ah, das ist schon wieder nächste Woche. Lecco mio! Ja, lauf! Komm! Ach, die kann ja wieder nicht laufen damit. Oh. Ach komm, wo ist der verdammte Nachtschatten? Ich wusste doch, dass mit den Ratten was nicht stimmt. Als wären wir im Krieg, den sie schon verloren haben. Ja, und wo müssen wir jetzt lang? Da, wo die Ratten sind, vermute ich mal. Ach, ich liebe es. Jetzt setzt er sich auch noch genau dahin. Da hinten ist was, was wir eigentlich bräuchten. Also wir müssen da hinten geradeaus, nehme ich alles, an. Alles, was sie kennen. Es sind Soldaten. Fleischklumpen mit Schwertern. Das Problem ist, wenn ich jetzt den Stock nehme, kann ich... Warum seid ihr so bösartig? Kann ich nicht in die Hocke gehen. Müsste er theoretisch direkt hinter ihm hier losrennen damit.
Dein Ernst? Kommt mir nicht zu nah. Hört ihr? Nimm es doch einfach, Mensch. Kann dieser Idiot hier einmal einfach zur Seite gehen? Oh, das regt mich auf. Ehrlich. Sieht uns da irgendjemand? Ich weiß, wir hätten da hinten auch noch eine Truhe gehabt. Was ist das hier? Alles gut. Geht vorbei. Natürlich ist da auch noch einer. Okay. Haben wir aber... Ach so, Moment, ja, doch. Ist da eine? Hier rechts ist es so komisch am Leuchten. Ach komm, jetzt beweg dich doch einfach mal. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Hier ist doch niemand. Sieht gut aus. Ne, finde ich auch. Denkt ihr immer noch, ihr kriegt mich? Was nicht stimmt. So, was macht der Kerl hier vorne? Der geht jetzt wieder zurück. Uppo. Wieso kann er mich hier so gut sehen? Guck doch mal woanders hin. Kommen wir da überhaupt durch? Oh, Alter, dreh dich jetzt endlich mal um, Mann. Vielleicht kommt der andere Idiot von der anderen Seite an. Kommt mir nicht so nah, hört ihr? Steht der da jetzt die ganze Zeit nur dumm rum, oder was? Nicht dein Ernst. Können wir den ablenken irgendwie? Da können wir auch theoretisch noch Feuer machen. Ist da jetzt gerade ernsthaft eine Ratte reingesprungen? Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Aber wenn ich da jetzt... Na gut, wenn ich da... Ich weiß nicht, ob mir das was bringt, wenn ich da... Scheint der nichts gegen zu haben. Okay. Die Frage ist jetzt nur, von links, glaube ich, kann uns keiner sehen, aber von rechts bin ich mir nicht sicher, ob der Typ uns sieht. Ich glaube, da werden wir wohl eher nicht durchkommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Problem ist, sobald wir hier einen Fuß hinsetzen, sieht der uns schon. Also das ist wirklich abartig. Ich weiß nicht, was jetzt besser ist. Ob wir da jetzt versuchen sollten, auf der Seite durchzugehen. Aber da ist ja nichts, wo wir durchgehen können. In der Kirche. Denen ist alles scheißegal, Lukas. Das sind Schlechter. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Die machen auch vor Kirchen nicht Halt. Naja. Ist so bösartig? Streng genommen... Ach so. Streng genommen könnte ich... Das ist für alle, die du ermordet hast. Wir haben keine Zeit für Rache, Amicia. Er war sowieso im Weg.
Das ist richtig. Die Frage ist, was macht der andere Typ jetzt? Ist er da hingegangen? Ja. Den könnten wir aber theoretisch auch so ausschalten. Sei vorsichtiger. Ich bin vorsichtig genug. Genau, ich bin vorsichtig genug. Ich muss ja die Leute auch ein bisschen ausschalten hier, ne? Der Kräuterkundler. Wo ist er denn? Ach da. Oh Gott. Vielleicht. Ich kannte diese Leute. Dann schau nicht hin. Ganz einfach. Das ist nicht das Werk der Ratten. Das war dir. Nein. Ich musste es tun. Vielleicht. Ups. Aber es ist sowieso zu spät. Wir müssen hier weg. Der Nachtschatten, Lukas. Es ist aus. Noch nicht. Ich weiß, wie er aussieht. Es ist also nicht alles verloren. Wir müssen nur seine Werkstätte finden. Aber reiß dich zusammen. So kannst du nicht weitermachen. Ja, Entschuldigung. Aber dank diesen Mistkerlen geht's Ygon nur noch schlechter. Entschuldigung. Ich wollte den Typen natürlich nicht umbringen. Da habe ich jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Wo ist denn seine Werkstätte? Ich habe doch keine Ahnung. Wahrscheinlich da in der Richtung, wo der hergekommen ist, der eine. Ne? Was ist? Alles gut, habe ich gesagt. Gut, gut. Das ist ganz cool. Wir stehen direkt unter den Ratten. Wenn jetzt hier aber doch da oben wäre, was wir hier drauf treffen könnten. Verplemperte Zeit. Das finde ich nicht gut, dass du jetzt gerade nach hier kommst. Dreh dich um. Du findest diesen Felsen nicht so schön, wie du denkst. Genau. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, was wir hier machen, aber wir nehmen die Sachen ganz schnell mit. Wir schaffen das, auch wenn das ein ganz schrecklicher Ausdruck ist, beziehungsweise Satz ist. Vergiss es. Sieh's mich nicht. Ich habe nur leider kein Messer mehr, glaube ich zumindest. Kannst du nicht mal da hinten hingehen, wo der Salpeter ist? Dann würde ich dich gerne meucheln. Nichts. Muss wieder weiter. Woran sehe ich eigentlich, ob ich noch ein Messer habe? Das sehe ich hier gar nicht drin, ne? Ja, das ist die richtige Richtung. Oben in die Ecke gehen, bitte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir bis da hinten schießen können. Ich hoffe, wir sind hier noch im Hellen. Ich morde die doch nur. Was willst du von mir? So, Moment. Was war das? Hab ich gerade jemanden gehört? Hallo? Da machen wir auch noch mal ein bisschen Licht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das brauchen, aber ein bisschen mehr Licht ist immer besser als zu wenig. So, machen wir da hinten auch wieder Licht an. Ich komme aber zwischendurch. Ja gut, da wäre jetzt nur ein Stock. Da ist sonst nichts, was wir irgendwie brauchen. Das machen wir erstmal wieder so. Das Problem ist halt, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich
denke mal, da die irgendwie von da hinten kamen, dass wir hier durch müssen. Ah, Moment, an der Tür ist auch noch so ein Ding, ne? Das würde uns doch helfen. Gut, dann wären wir an der Tür schon mal safe. Das Problem ist hier vorne nicht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn wir jetzt einfach so ein Ding da reinwerfen. Das ist wahrscheinlich wieder zu weit vom Weg her. Theoretisch müssten... Die Leute könnten ihnen helfen, sie zu töten ist... Dumm. Dieses Biest ist einfach dumm. Das ist... Schaffen wir das? Schaffen wir das? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, wir verbrennen jetzt nicht. Mal eben mitten ins Feuer reingelaufen. So, das müssen wir auf jeden Fall schaffen, dass wir zur Tür kommen. Ich habe aber keine Ahnung, ob wir da hin müssen. Das ist das Problem. Komm mit mir mit, komm. Aber ich hoffe, weil die den ja von da aus hier rübergeholt haben. Dann lass uns weitergehen. Die sind durchs Tor gekommen. Die ja. Werkstätte muss also irgendwo auf der anderen Seite sein. Ja, gehen wir weiter. Sag ich doch die ganze Zeit. So. So. Tot seid ihr. Hohoho. Ist verriegelt. Nein! Ist ruhig. Die Mauer ist uralt. Vielleicht kommen wir woanders rein. Ja, mal sehen. Nein. Ich bin nicht ruhig. Da können wir auf jeden Fall rüber. Die Frage ist nur, das sind jetzt eigentlich keine Ratten. Die Frage ist, sind gleich auch keine Ratten da, wenn wir hier durchlaufen. Aber es sieht gut aus. Hier durch. Also ich vermute, wir hätten uns einiges ersparen können, hätten wir den Typen nicht aus Versehen umgebracht. Gut, wir sind wohl erstmal sicher. Ja, dank mir. Sei froh, dass du nicht auf einem dieser Karren liegst. Pflanzen, Lukas... Sag mir, dass er hier ist. Wir sind beim Kräuterkundler, aber sehen wir uns mal um. Wie sieht Nachtschatten denn aus? Such nach einer lila Blume in der Form eines Sterns. Lila Stern. Lila Stern. Also, wundert es jetzt keinen, dass der so psychopathisch ist, dass der hier überall Vögel aufhängt? Alter, was geht ab? Oh, keine Blumen hier. Himmel, konzentrier dich. Hast du recht, das ist eine Pflanze. Jetzt hier. Alles gut. Hier ist was lila. Nein, nein, falsche Form. Ist schon gut. Such einfach weiter. Okay, ich laufe mal ein bisschen hier hinten rum, ne? Bei den Leichen und so. Guten Tag. Die Blumenhändlerin. Seine Frau. Sie haben sie getötet. Ach, der Typ war das. Nein. Oh. Drecksäcke. Sie war so nett. Ja, ich habe ihn natürlich nur umgebracht, damit er wieder mit seiner liebenvollen Ehefrau zusammen sein kann. Der war doch gerade was am Blinken. Hä? Optische Sinnestäuschung oder sowas. Kann ich hier wieder raus? Hallo, ist das Schlamm oder was? Ah, Moment. Hier oben ist auch was. Habe ich meine... falscher Knopf. Habe ich nicht drin. So, da war aber noch eins. Nee, das ist ein Vogel. War hier nicht noch eins gerade? Das kenne ich. Kamille. Oh, schöne Pflanze. Sehr nützlich. Ja, Mutter hat die uns immer gegeben, wenn wir Bauchweh hatten. Damals war das mit das Schlimmste, was uns passieren konnte. Eigentlich ist die eher gegen Grippe. Hallo? Ach, muss ich das drücken? Ich will aber nicht drücken. Hallo, ich will die Schleuder benutzen. Geht's noch? Ach so, da kann ich die hier nur einmal benutzen. Sind das nicht verschiedene Sachen da? Kann ich so gar nicht mehr benutzen. Toll. Hier auch nicht mehr. Super. Dann gehen wir einfach mal ins Haus rein. Hoffe ich. Oder auch nicht.
Dann schau mal, du musst erwischen. So. Das kann ich gut. Ich hätte jetzt gefragt, ob da Wasser drin ist, weil das sieht aus, als ob da wirklich so Wasserschlamm... Wo hier vorne, das sieht wirklich so aus. Wie will das denn da drin halten, wenn das so ein Flechtkorb ist? Kleiner, kannst du mir mal sagen, wie wir vielleicht ins Haus reinkommen? Such dich doch mal ein bisschen... Such dich mal mit um, genau. Beweg dich mal und such mal ein bisschen mit hier. Hier oben können wir doch nichts mehr machen. Das mit der Schleuder, das irritiert mich jetzt, dass ich die nicht mehr benutzen kann. Tja. Ich komme ja auch nicht anders irgendwie ins Haus rein. Ihr wollt mich doch veräppeln. Luca! Luca, genau. Luca oder Lukas hieß der, glaube ich. Ach, hier ist noch was. Ha! Nein, das ist er nicht. Scheiße. Ah, hier ist Lavendel, ne? Ich weiß. Suchen wir im Haus. Ja, da muss er sein. Ja, jetzt kannst du ins Haus reingehen. Aber vorher, wo ich fünfmal vor der Tür stand, nicht, oder was? Oh. Kartengeräte. Oh, lauter Schrott. Das kann doch nicht sein. Nein, das stimmt nicht. Das ist doch sinnlos. Warte. Und jetzt bin ich nicht mal bei ihm. Wie sollen wir überhaupt zurückkommen? Schwitzige Hände. Ja, weil du gerade leicht ausrastest. Amicia, sieh mal. Soldaten? Das musst du dir selbst ansehen. Also nutzt sie sinnvoll. Ihr bleibt hier auf Patrouille. Meldet jede verdammte Ratte. Alle anderen kommen mit mir. Wir brauchen Nahrung, Medizin, alle möglichen Güter. Nein. Sie gehen rein. Was sollen wir tun? Hey. Was? Es geht dir nicht gut. Doch. Nein, geht's dir nicht. Du atmest nicht mal richtig. Mir ist schwindelig. Und mein Herz rast. Ich weiß. Hör zu. Die Soldaten des Grafen plündern hier alles. Wir müssen den Nachtschatten vor ihnen bekommen. Ich mach das. Nein. In deinem Zustand kannst du das nicht. Ich werde gehen. Ich schleich rein. Ich schaffe es. Wenn dich jemand... Dann werde ich rennen. Wäre nicht das erste Mal. Was passiert mit mir? Oh nein, ich wusste es, ich wusste es. Alles klar, mach, schnell. Komm schon. Achtung, wir haben da drüben einen Plünderer entdeckt. Ja, hier habe ich jetzt allerdings mal kurz gecuttet. Und zwar habe ich zu dem Zeitpunkt eine Nachricht bekommen, dass meine Tochter 2 Stunden früher die Schule aus hatte. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell los und ja, muss sie eben abholen. Da es sowieso schon eine halbe Stunde war, würde ich sagen, nutzen wir das wirklich zum Final Cut und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao!